So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Minecraft, vor allem Minecraft. Sustainably Bearable. Ich habe eben gerade schon angefangen aufzunehmen, beziehungsweise wollte aufnehmen, und dann ist mir erst leider nach 10 Minuten aufgefallen, wieso ist eigentlich meine. Die ganze Sprache, die unten drunter steht, auf Englisch. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Deswegen werde ich jetzt gerade mal ein bisschen rushen, weil ich schon weiß, dass hier nichts Neues aktuell passiert und ich weiß auch, welchen Weg ich gehen werde. Und zwar den linken. Came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Und deswegen rushen wir jetzt einfach mal durch. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. So, was Neues, was ich letztes Mal nicht zeigen konnte, ist der Bathroom. Hier steht nur, dass weil der Boss weiß, dass was der Boss sagt, passiert. Und falls der Boss Verluste macht, dann ist das das, was der Boss entschieden hat. Mehr ist hier leider nicht zu machen, also ich konnte nichts finden. Also ich habe alles gedrückt, was man irgendwie drücken kann, Spiegel, Toilette, Waschbecken, Handtuch, alles. Hier passiert leider nichts, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Und hier rechts ist auch noch ein Raum. Jetzt ist die Tür dazugegangen. Kann man jetzt in der Toilette was machen? Das habe ich letztes Mal nicht getestet. Ups, Entschuldigung. Na, passiert trotzdem nichts. Hätte mich auch gewundert. Gut. Und da rechts ist noch der Raum, den ich gerade geöffnet habe. Hier ist ein bisschen Chaos. Ein Panda-Bär mit einer Pistole am Kopf. Hey, das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Und ein Fahrstuhl, wo ich einmal mitfahren werde. Wo aber nicht mehr passiert als das hier. Ja, und das passiert die ganze Zeit, egal was man drückt, egal was man macht. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Die ganze Zeit nur so Musik. Und die summen dann im Hintergrund noch Stanley, aber das ist nicht ganz so wichtig. Stepping into his manager's office. Stanley was once again stunned so, to discover gebe ich not mal eben an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Hoffentlich werde ich dafür nicht geflaggt. Feeling soothed and Stanley simply began entering random codes into the keypad, was? Knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be a pistol entirely. Oh, ich weiß nicht, warum jetzt meckert. Das scheint irgendwie ein leichter Bug zu sein. Ich hab das Spiel verglitscht. Oh nein. Wie immer. Descending deeper into the building. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Doch, in diesem Fall schon. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Hier steht Escape. Dann gehen wir da mal raus. Da wollte ich nämlich letztes Mal rein. Und hier ist mir da aufgefallen. Ups. The truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ich will nicht sterben. Das ist natürlich doof, wenn dann der Sound auf Englisch ist und die Untertitel. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nee. Obwohl, was passiert denn, wenn ich jetzt umdrehe? Sagt er mir dann was? Nein. Sagt er nicht zu. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Yep. Sieht das hier aus wie mein Tod? Sagst du noch was? Ladebild. Oh, aber nicht der Tod. As the machine whirred into motion and
Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. Weißt du, so he resigned and willingly accepted this vile end to his brief and shallow life. Hallo? Farewell, Stanley. Ich will hier raus. Oh oh. Oh. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oh, wie gemein. Ah. Ah. Ah, ist hier was? Nein. Ich hab's überlebt, ich lebe. So Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. Yep. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Das ist die Frage. Was denkt der Erzähler sich dabei? Every path you can walk has been created for you long in advance. Death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Oh, wie gemein. Naturpaintings. Ah, hier ist, wie es aussieht, habe ich sowas wie die Credits gefunden oder die, was ist das, Ausstellung, wie das Spiel programmiert wurde. Der Blueprint vom Büro, also so sollte das Office aussehen. Okay, cool. Korridor. The pacing of this opening section was important to get right. Corridor has been moved and altered to make sure the player reaches the door. Also das geht alles um diese zwei Türen, hier diese beiden, wo man gesagt kriegt, dass man links geht. Und der andere. Und darauf haben sie sich am Anfang konzentriert, steht hier. Auf die beiden Türen. Hier ist ein Schreibtisch. So, Office. Button Sounds. Cool, verschiedene Button Sounds. Ich will mich jetzt. Ich hoffe, dass wir uns nicht zu sehr spoilern. Ein paar Dings. Ein paar Computer. Der, oh, der ändert sogar Solitär drauf, das ist cool. Die Credits. Hier, das sind die Credits von dem Spiel. Wie es aussieht, habe ich das richtige Ende gefunden? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Gibt's hier ein richtiges Ende? So, Office. Maintenance Room. Im Maintenance Room war ich, glaube ich, auch schon mal. Warzone. Oh. Okay, die wollten, wie es aussieht, eine Story reinbringen, dass wenn man einen bestimmten Weg abgeht, dass man dann gegen Aliens kämpfen müsste. Die wohl vom Sprecher geleitet werden, wenn ich es hier richtig gerade auf Anhieb übersetze. Und wie es aussieht, haben sie es rausgenommen, weil sie Angst hatten, dass Leute das als offensiv gegen Shooterspieler aufnehmen würden. Und deswegen. From Odo, are you a rock? After the second trailer, we sent out. We asked people to email the narrator for questions. Ach, das. Oh. How do you make an JRPG? Oh, dear narrator, how do you stay in shape? Okay. Wie hältst du dich fit, Mr. Sprecher? Love the game. Ah, es ist ein bisschen hell, finde ich. Haben sie doof gemacht. Kann das kaum lesen. Okay, schade. Am I Stanley? Are you spying on me? I donate. Why?